Workouts, Freunde. Ein neues Video. Ich habe die Shirin hier. Ihr kennt ja vielleicht schon das erste Video über die Powerlifting-Grundlagen. Ihr könnt sie noch bei Instagram abchecken. Jetzt in dem Video geht es ans Eingemachte. Sören, der hat sich schon hier im Hintergrund ein bisschen professionell auf. Und wir gehen heute mal mit Shirin die drei Grundübungen sozusagen durch. Wir fangen an mit dem Beugen. Dann machen wir Benchpress und dann machen wir Kreuzheben. Und einfach mal mit der Kontrolle einer Expertin, ob Sören auch bei der Technik da alles richtig macht. Was hast du vom ersten Eindruck so bei Sören? Es gab schon vorher ein paar Punkte, die ich ansprechen wollte sowieso, die ich auf Instagram gesehen habe. Und zwar zum einen, das habe ich ihm eben schon gesagt, die Knie ein bisschen weiter nach außen bringen, ein bisschen mehr Hüftöffnung generieren. Das hat er jetzt eben beim Aufwärmen, habe ich schon gesehen, recht gut umgesetzt tatsächlich direkt. Habe ich auch selbst gesehen, dass es einfach dumm aussieht, wenn man nur so. So machst du wir steigen einfach mal mit der Kniebeuge hier ein. Eine Frage nochmal an dich, Shirin. Das hatte ich auch schon mal so rumgesponnen. Inwiefern ist die anatomische Voraussetzung dafür verantwortlich, welche Technik man wählt? Man kann ja auch beim Beugen auf Low Bar zum Beispiel gehen, wenn die Flexibilität oder Mobilität in der Ferse nicht so gut ist. Gibt es da Leute, die aufgrund ihrer Körperanatomieverhältnisse Vor- und Nachteile haben? Wie siehst du das? Also auf jeden Fall gibt es an der Stelle definitiv Vor- und Nachteile. Bei mir ist es genau auch an der Grenze, also High Bar fällt mir relativ etwas schwerer. Mittlerweile fällt mir High Bar fast genauso leicht wie Low Bar, aber es war viel, viel schwerer am Anfang für mich. Habe aber mit High Bar angefangen, bin dann auf Low Bar und ich habe eben auch halt sehr, sehr lange Oberschenkel und auch beim Low Bar allgemein habe ich eine etwas stärkere Vorderlage dadurch. Versuche aber auch beim Low Bar gerade eben noch gerader zu bleiben und das High Bar ermöglicht mir diese etwas leichtere Vorderlage eben nicht so sehr, weil ich dann halt einfach schlichtweg nach vorne kippen würde, mir die Langhantel in den Nacken rollen würde und ich dann ja halt einfach unter dem Gewicht liegen würde. Ne? Sollen wir einfach mal machen lassen? Dann gucken wir mal. Gerne. So, okay, ab dafür. Ich mach jetzt. Mach einfach mal ohne Gewicht. Du kannst einfach ohne. Mal einfach nur die Technik einmal. Und dann gucken wir, wie es mit Gewicht aussieht. Ne? Also auf jeden Fall ist es schon mal heilbar, was er hier macht. Zwischen Trapezmuskel und Delta. Genau, versuche auf jeden Fall deine Knie noch ein Ticken weiter in Richtung Zehenspitzen. Die Knie. Die Zehenspitzen waren super, die Knie noch ein bisschen mehr in die Richtung Zehenspitzen schieben. Also schon in seinem Fall fast weiter als schulterbreit, ne? Ja, also ich würde so ungefähr schulterbreit. Ja. Ich persönlich, ich würde auch gleich nochmal einen Test mit ihm machen, wenn er jetzt den Satz zu Ende gemacht hat. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, den ich immer anwende. Um die optimale Standweite herauszufinden. Vielleicht kannst du es auch mal zeigen. Genau. Also man geht quasi einfach, das kann man machen, wo man möchte, man geht in die Hocke und dann springt man einfach nach oben und guckt, wo man ankommt. Okay. Und das ist dann ungefähr die Position, in der man im Optimalfall beugen sollte. Man kann das ein paar Mal machen und den Mittelwert dann erreichen. Dann wird auch mal ein bisschen breiter, ne? Tatsächlich, ja. Also damals, als ich angefangen habe zu beugen, habe ich auch so gebeugt. Also wirklich sehr, sehr eng. Sissi-Quads, quasi. Ja, so ungefähr, genau. Und dann zwischendurch hatte ich mal einen sehr, sehr weiten Stand, fast Sumo-Squat. Und dann habe ich eben durch den Trick meine perfekte Standweite gefunden. Ein bisschen angepasst. Natürlich ist es nicht unbedingt genau die Standbreite, die du für Beugen brauchst, aber es ist ein guter Richtwert, um von dort aus dann weiterzuarbeiten. Kannst du gerne einfach mal ausprobieren. Mach ruhig mal Gewicht drauf einmal, Sören, dass wir auch mit ein bisschen Belastung sehen, ob die Mobilität nicht da gleich drunter leidet. Was hättest du gerne drauf? Mach mal eine 10er. Ein Punkt, den ich vielleicht bei Sören nochmal ansprechen wollte, was ich auch noch gemerkt habe, er macht schon von der Atmung den Ansatz richtig, dass er tief einatmet, aber in meinen Augen macht er kein Vasalva-Manöver. Also er atmet nicht tief in den Bauch ein, tief in die Lunge atmest du ein, aber du sollst ja den Gegendruck generieren, wenn du vor allem den Gürtel hast. Das heißt, du musst mehr in den Bauch, also eigentlich musst du versuchen, ein bisschen so eine Murmel hier aufzubauen. Genau. Verstehst du, was ich meine? Also nicht jetzt hier rein, sondern hier rein. Jetzt atmest du wieder die Lunge? Nicht in die Lunge, du musst in den Bauch einatmen. Versuch einzuatmen und dick zu werden. Genau. Das ist bei mir auch immer wieder bei dir aufgefallen, weil das ist ja gerade so das Einzige, was du hast bei deinem Körpergewicht, um ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Du musst es voll ausnutzen, die Atmung. Also du realisierst gar nicht, was dir diese Atmung bringt. Das merkst du ja nur, wenn du ohne Gürtel trainierst, einmal mit und ohne, um zu sehen, dass du hier die Stabilität dadurch erstmal generierst. So, ne? Probier das mal. Mach mal eine Ausführung, Sören. Ja, also ich habe gerade Atmen einfach neu gelernt heute. So sieht es doch ganz okay aus. Sieht richtig gut aus, auf jeden Fall. Vielleicht so ein paar Eselsbrücken noch, ne? Also dieses bewusst Knie nach außen schieben in der Abgangsposition, also dass du auch das bewusst ansteuerst und nicht nur durch den Stand in der Position bist, sondern sagst, ich schiebe auch nach außen.
Ja. Okay, also auf jeden Fall, es fühlt sich ganz anders an. Also es trifft auf jeden Fall andere Muskeln, als wenn man so steht. Also so kannst du ja wirklich viel tiefer runtergehen. Ich merke es auf jeden Fall hier und eigentlich überall. Sehr gut. Das ist viel intensiver. Ja, hier natürlich auch vor allem, weil du jetzt auch tiefer eingeschlagen bist. Ne? Das ist natürlich auch so ein Punkt. Also wir werden dann, ja klar, also vorher standst du schlicht und ergreifend zu eng. Deine Hüfte hat sich zugelassen, tiefer zu kommen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, das Rausheben. Vielleicht kannst du nochmal machen einmal. Ich möchte nur einen Punkt ansprechen. Machen wir mal bitte. Eine Frage von mir noch, Shirin. Die Ellenbogenposition und Arbeit. Kann man mit den Ellenbogen tatsächlich auch nochmal was verändern? Was denkst du, ist die perfekte Ellenbogenposition? Bei der Lowbar gehen die ja mehr nach hinten tatsächlich, ist ja logisch aufgrund der Position. Bei der Halber sollten sie unter der Stange oder auch leicht nach hinten mehr stehen? Nee, prinzipiell würde ich bei beidem versuchen, so weit nach vorne, wie es geht. Ja. Nein, natürlich jetzt nicht zu weit nach vorne, ja. Maximal bis unter die Stange. Ja. Das würde ich auch beim Lowbar versuchen, so weit ran wie möglich, um eben wirklich auch im Oberkörper wirklich Spannung halten zu können. Ja. Das hilft dann im Endeffekt eben vor allem für die... Wofür ist der engere Griff? Der engere Griff ist auch tatsächlich einfach, um mehr Spannung halten zu können. Im Oberkörper, ne? Perfekt. Gehen wir zu Bench, nächste Übung. Gucken wir, was da noch zu verbessern ist. Und ja, packen wir doch 70 Kilo bei der Maximum, ne? Ja, genau. Gucken wir mal. Next one. Wir machen tatsächlich auch die Reihenfolge im Wettkampf. Ne? Erst ist tatsächlich Kniebeugen, Bench und dann Kreuzheben. Gibt es da einen Grund, wieso das so ist? Der Grund, also warum wir es heute so machen, ist im Endeffekt einfach nur, um die Technik zu überprüfen. Ja. Grundlegend ist es aber beim Powerlifting einfach so, Kniebeugen, ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich von der Trainingslehre herkommt, weil man ja eigentlich prinzipiell sagt, man ja erst Kniebeugen, dann Kreuzheben und dann Bankdrücken. Ja. Ich glaube aber eher, dass man halt zwischen Kniebeugen ist es halt sehr, sehr angenehm, auch ein bisschen Bankdrücken dazwischen zu haben und dann erst wieder Kreuzheben. Anstatt hinterm schweren Versuch Kreuzheben, dann direkt mit, wenn man wieder dran ist, dann direkt Kreuzheben hinterher zu hauen. Ich gehe davon aus, dass deswegen dann auch Bankdrücken. Wie lange sind denn die Pausen auf dem Wettkampf zwischen den einzelnen Versuchen? Es ist sehr unterschiedlich, wie groß die Gruppe ist, also wie groß der Slot sozusagen ist. Das heißt, man hat mal eine Wartezeit von Stündchen, mal eine Wartezeit von, Hat sich so etabliert einfach. Mehr Stündchen. genau. Ja, cool. So, let's go. Ich würde sagen, mach einfach erstmal. Das ist ja jetzt noch ein Gewicht, wo du wahrscheinlich noch niemand mehr hinter brauchst. Ich kann es trotzdem noch machen. Nein, alles gebrochen. Ja? Also mach mal. Shirin kommentiert das Ganze einfach mal. Prinzipiell ist es tatsächlich so, dass ich darauf achten würde, dass du unterm oder dass man eben unterm Nippel, sage ich immer, ankommt. Ja? Dass man dort eben ablegt und dann schräg hochdrückt. Ja. Das heißt, in Richtung deines Kopfs, dass du über deinen Schultergürtel wieder ankommst. Ja, das heißt, in so einer leichten Kurve sozusagen schräg nach oben. Von der Startposition? Genau, und dann hättest du nämlich das Problem, dass du eventuell sogar deswegen weiter nach unten rutschen müsstest, um, wenn du schräg schiebst, nicht gegen Track zu kommen. Müsste man eben jetzt einfach mal gucken, wie weit. Ich würde auf jeden Fall einfach darauf achten, dass da, wo du hin willst, die Schulter einfach einen Ticken weiter von hier entfernt ist, einen kleinen Ticken, so dass du aber immer noch das Gewicht, auch wenn es schwer wird, ohne deine Schulter zu verletzen, wie du es ja wahrscheinlich dann auch gesagt hattest, nicht ganz so weit von hinten nach vorne schieben musst. Also okay, so ein Mittelding weit, dazwischen. Zwischen. Also gibt es jetzt auch nicht die perfekte Position, sondern aufgrund der Länge, Also ich muss mir aktuell tatsächlich oft rausheben lassen, weil ich eben genau das Problem habe, dass ich dann von da ganz hinten nicht nach vorne komme und wenn ich weiter hinten liege, dann eben jedes Mal dagegen stoße. Das muss man dann. Aber hat man im Wettkampf auch diese? Aber da kann man sich dann auch immer rausheben lassen. Ja, okay. Na gut, dann machen wir mal so. Okay, pass auf. Ich weiß nicht. Das ist eine Sache. Gut, die Schultern mehr unten zu fixieren. Handgelenk, vielleicht noch ein bisschen. Leicht schräg hochdrücken. Genau. Besser. Versuch dir vorzustellen, dass du so hoch schräg. Genau, ja, besser. Von der Geschwindigkeit, auch der exzentrischen Bewegung, ist es ja ein bisschen nicht ganz so hektisch, oder würde ich gleich noch mal zukommen, nicht ganz so hektisch. Ellenbogen würde ich ein bisschen weiter, genau, rein, nach unten schieben, genau, nicht. Okay. Das war jetzt ein bisschen sehr viel. Das war auf jeden Fall schon mal die richtige Tendenz, definitiv. Ja, also ich kann jetzt auch nicht hier 20 auf einmal machen, da wird es auch irgendwann. Ja, also wahrscheinlich Ellenbogenposition, Ellenbogenarbeit. Genau. Vielleicht auch bei der exzentrischen, die Spannung bei dem Wendepunkt. Wahrscheinlich hast du zu wenig Spannung unten auf der Brust, oder? Und deswegen auch diese Pause. Also gültig ist es halt immer erst, wenn der Kampfrichter sagt Press. Und das wird er erst sagen, wenn die Hantel einmal komplett ruhig ist. Das heißt, ich würde mir von Anfang an angewöhnen,
Ruhe und dann wieder drücken. Erst wenn sie komplett still liegt. Also immer einen kleinen Stop einbauen. Genau, ja, genau. Natürlich darf ich die Spannung immer verlieren, natürlich. Ja. Ich hasse das. Die Stops. Ja. Aber das wird am Anfang jetzt für dich schwieriger sein, weil du einfach diese Time on Attention, also die Kontraktion länger halten musst, was natürlich auf die Muskelarbeit geht. Aber du wirst auch merken, das hat mir auch damals der Romano gesagt, das ist wie so eine Eselsbrücke, so kennst du ja diese Metallfedern, die du zusammenziehst und die am unteren Punkt, wo sie sich zusammenziehen, erst die größte Spannung entfalten, wenn sie wieder bam, auseinanderspringen. Das heißt, diesen Effekt musst du halt auch auf die Bank bringen, dass du nicht unten an einem Punkt bist, wie gerade, dass du komplett schön lasch bist, sondern dass du genau hier die größte Power auch entwickeln kannst, weißt du? Das musst du nochmal lernen, glaube ich, dass du die exzentrische mit mehr Spannung unten beim Halten dann wieder umwandeln kannst, oder? Genau. Also im Verlauf kann man dann eben auch nochmal am Leg Drive arbeiten. Hast du davon schon mal irgendwas gehört? Leg Drive, also die Beinarbeit. Probier mal. Genau, also Beine quasi mit einbeziehen. Also ob wir das jetzt heute hinbekommen, okay, gucken wir mal. Ich glaube, ich weiß das mal ganz kurz. Ja. Genau, also es ist wichtig, ich würde immer noch darauf achten, eine leichte Bridge zu haben. Was bedeutet, damit du einfach mehr Spannung aufbaust. Was bedeutet, genau, also so wie du es jetzt hast, die würde ich einfach noch ein bisschen mehr ausbauen, indem du einfach die Schulterblätter noch einen Ticken weiter nach unten schiebst, weil man sieht, dass es genau so. Dann die Beine noch ein bisschen mehr auf Spannung, also noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Darfst nichts bewegen. Genau so anspannen. Das ist genau. Und dann immer kontrolliert da unten rauszudrücken. Genau. Das ist besser. Genau. Von da kann man dann irgendwann noch mit dem Leg Drive arbeiten, aber erstmal diese Grundspannung. Genau. Perfekt. Der Weg ist viel besser. Nicht ablegen unten, also nicht gefühlt ablegen, sollst du schon, aber eigentlich Spannung quasi. Genau. Ja, Schultern wieder runter. Genau. Fest ist auch noch. Viel besser. Ja, und bam. Super. Du hast auch ein bisschen was mitgenommen heute schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Gegenspieler Latissimus kannst du wahrscheinlich schön festmachen mit den Schulterblättern, gleich am Anfang so, ne? Genau. Ich würde das bevor du überhaupt rausgehst, richtig unten fixieren, Unterkörper eben auch mit einbringen. Ich dachte ehrlich gesagt, umso besser die Technik wird, umso langweiliger wird die Übung, aber es macht sogar viel mehr Spaß. Ja, tatsächlich, weil man einfach, gerade auch, das wird erst richtig Spaß machen, wenn man sich dann auch progressiv genau mit der Technik steigert. Es ist halt schon ein Unterschied, ob du jetzt 100 Kilo blöd beugst oder 100 Kilo mit perfekter Technik beugst. Das ist halt dann ein richtiger Unterschied. Mit dem Punkt unten, das wird am Anfang schwerfallen, weil die Ausführung und die Wiederholung ja länger wirkt erstmal durch den Stop. Aber du wirst dann irgendwann merken, wenn die Technik sitzt, dass du damit mehr Kraft entwickeln kannst wiederum. Also es ist immer erst ein Schritt zurück, bevor man zwei nach vorne geht. So eigentlich auf lieber auch zwischendurch immer noch mal einen Schritt zurück. Also ja. Ich mache immer mal wieder Schritte zurück, um einfach besser zu werden, technisch besser zu werden, effizienter zu arbeiten. Cool. Genau. Hast du euch noch einmal mit viel Gewicht, was du meinst? Ich hatte eben noch gesagt, genau, dass wir vielleicht sonst noch mal ein bisschen mehr Gewicht, um einfach, umso schwerer es ist, desto mehr sieht man einfach, wie... Okay, machen wir noch einen. Sollen wir mal mit den 70 probieren? Weil leichter halt machen wir mal die 10er erstmal. Okay. Dann mach doch mal 3 oder so mit einem Stop halt. Und dann hast du ja natürlich eh schon für dich eine viel höhere Belastung als sonst. Okay. Weil es für dich sehr ungewohnt ist. Ah, guck an den. Hey, komm. Lass doch mal kurz essen. Hauptsache Maiprobin-Werbung. Genau, so macht das richtig. Viel hat er gelernt. Die einzigen veganen Sachen, die geil sind, wirklich. Ja, und ihr damit könnt ihr locker mal 20 Kilo mehr drücken, also 100 pro. Okay, 60 Kilo, mal mit einem Triple, sagen wir mal so, ne? Mit einem Stop. Aber Technik first auf jeden Fall. Genau, achte immer so kleine, ne? Checkliste im Kopf. Position durchgehen. Genau. Schultern runter. Beine schön auf. Fest machen. Zack. Und raus. Und kurz stoppen. Perfekt. Ja, und noch einen, komm. Langsam. Position. Ja. Super, ist okay. Auf der Abwärtsbewegung ist die Ellenbogenposition recht gut, auf jeden Fall. Mhm. Beim nach oben kommen bringst du die Ellenbogen sehr, sehr weit nach außen. Daran würde ich auf jeden Fall noch arbeiten. Man hat gemerkt, ein bisschen Unsicherheit noch, ne? So ein bisschen wackelig was noch. Ja, klar, haben wir auch gerade erst. Noch nicht so ja, die Technik ist ja auch. Aber ist so, ja, hat sie recht, also vollkommen in Ordnung. Du gewöhnst dich jetzt oben mal wieder. Ja, Leg Drive nice. Noch mal üben. Leg Drive machen wir nochmal zeigen, was überhaupt mit dem Leg Drive ist. Leg Drive, kannst du ja mal vormachen, wenn du magst. Ich zeig's das einmal. Ja, guck dir mal die Brücke an. Das ist schon mal ein Unterschied, ne? Genau, also hier schön Schulterblätter halt im Mund fixieren. Beim Handtuch ist es auch immer das Problem, dass es sehr, sehr rutschig ist. Da muss man dann halt mal gucken, ob man ohne Handtuch oder mit Magnesium oder mit einem Grip Shirt vielleicht arbeitet. Ja. Genau, und dann
Ja, hier habe ich eben halt auch dieses Problem, dass man dann mit den Schulterblättern eben rauskommt. Ja. Da ist das viel breiter, ne? Ja, genau. Also maximal 81 cm darf man greifen. Und dann gehe ich hier halt runter und dann schiebe ich wirklich, also schiebe ich mit den Beinen leicht mit. Aber der Arsch darf nicht abheben. Die Oberschenkel dann, ja. Genau, der Arsch darf nicht abheben. Also wichtig, runter und dann. Krass. Du müsstest auch mal machen, vielleicht geht dabei auch noch was rein. Ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für sich, das könnte man nochmal aufarbeiten. Das ist dann nochmal wirklich speziell, das Letzte rauszuholen, ne? Genau. Interessant. So, was haben wir noch? Kreuzheben. Wir kommen zur letzten Übung, Schiri. Deadlift oder Kreuzheben? Wir gehen jetzt mal deine. Mach mal, wie du es machen würdest, und Schiri kommentiert einfach. Ich muss dazu sagen, umso höher das Gewicht, umso besser wird meine Technik. Das sehen wir gleich. Ja, ich muss sagen, ich mache auch gar nicht lange mit wenig Gewicht. Ich gehe meistens auf die 80 dann. Also ich mache halt nach jedem Satz 10 rauf, auf jede Seite. Also ein paar Tipps habe ich tatsächlich jetzt auch schon. Zum einen würde ich definitiv empfehlen, dass du doch etwas höher mit dem Hintern startest. Also ein bisschen, genau, also das heißt, dass du tatsächlich weniger in der Squat-Position startest, weil du eben so super lange Beine hast. Ist es bei dir halt oft so, ich habe das auch in den Videos öfter mal gesehen, dass du, ich mache das einfach mal vor. Ja, klar. Hast du tatsächlich, du hast so lange Oberschenkel, dass wenn du hier bist, dass deine Knie halt so weit nach vorne geschoben werden, dass die Hantel, um an deinen Knien zu passieren, sehr, sehr weit von deinem Oberkörper weggeht. Ja? Was dein Körper automatisch schon macht, ist, du startest hier, teilweise hast du dann hier schon gar keine Spannung, machst den, und dann schiebt dein Körper sich erst in diese Position und dann ziehst du. Ja, genau. Ja? Ich würde halt direkt schon in dieser Position starten, da alles an Spannung aufbauen, hier auch den Slack aus der Spanne ziehen, da komme ich dann auch nochmal irgendwann drauf zurück, Schultern richtig schön hier zusammenziehen, hoch und dann wirklich hier wieder runter, Schultern wieder zusammenziehen, hier wieder hoch und dann auch hier immer darauf achten, dass du wirklich so dicht am Körper wie möglich arbeitest. Und auch ruhig immer wieder zwischendurch eine kurze Pause machen. Also jede Wiederholung ablegen. Ich würde nicht bouncen zwischendurch, eben um diese Spannung immer wieder. Ich muss einfach sagen, das Bouncen machen ist übertrieben Spaß. Keine Ahnung. Aber das sagen mir viele Leute, ich mache es auch, man sieht es auch immer in der Story, aber es ist einfach. Weiß nicht, es ist einfach geil. Ich glaube, auch durchgehend hast du ja auch gesehen, im Körpermitte so verlässt sich dann teilweise im Oberkörper. Boah, das Hebelverhältnis ist dann extrem eklig für den. Genau, also dass die Arme dann teilweise jetzt ganz übertrieben eben da vorne sind. Genau, das ist halt, weil. Wegen meinen. Ja, kann man arbeiten. Würde es Sinn machen, weil du sagst, die Startposition, dass man zunächst auch mit einer erhöhten Position nochmal von den Scheiben beginnt, aber es ist natürlich nicht wettkampfkonform. Wahrscheinlich ich, wieder genau. falsche Gewohnheit dann wieder. Ne? Genau, das ist halt eben der Punkt. Also da würde ich halt von Anfang an, weil du kommst um dieses Problem nicht herum, du wirst nicht schrumpfen in der Zeit, deine Beine werden nicht kürzer und wenn du irgendwann auf den Wettkampf gehen möchtest, wird dir da halt niemand das Gewicht erhöhen. Ja, also das Gewicht erhöhen ja, aber nicht die Stange erhöhen. Und da ist dir dann eben halt das Problem. Prinzipiell würde ich halt gerade da drin halt stärker werden, in dem, was du eben auf dem Wettkampf machen musst. Das heißt, auf dem Wettkampf startest du aus der toten Position. Ja? Das heißt, wenn du jetzt im Bounce immer wieder stärker wirst, bringt dir das halt nicht viel, weil du halt, klar, du bewegst dann vielleicht kurz mehr Gewicht. Vielleicht. Aber grundlegend, A, hast du ein höheres Verletzungsrisiko und B, es ist halt viel schwieriger dann auf dem Wettkampf eben auch wirklich ruhig zu starten. Also halten fest, im Endeffekt die Stange etwas länger führen und vielleicht ist auch nochmal ein Punkt, den du nochmal genauer ansprechen wolltest. Die Startposition und auch das Festmachen quasi, bevor du die erstmal loslegst. Ich glaube, das ist sehr, sehr suboptimal, wenn du halt die Stange noch ranziehst und ich glaube, mit null Körperspannung eigentlich gefühlt startest, oder? Genau. Also ich habe schon gesehen, du hast Rückenspannung, du versuchst sie auch zu halten auf jeden Fall, vor allem im Oberkörper. Aber mir fällt es doch schon auf, dass du da eher so ein bisschen reinprescht und möglichst versuchen, PRs rauszuballern, anstatt halt wirklich die Technik und damit dann die PRs rauszuballern. Das würde ich würde nochmal. Geh nochmal in die Stange, Schirin. Ich würde nochmal höher gehen mit dem Gewicht und dann. Okay. Dass du dann ich würde, okay, dann mach nochmal einen mehr, aber ich würde dann nochmal vielleicht gerne die Kruptur sehen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Gewicht und ich würde gerne nochmal einmal vielleicht den Fokus auf die Startposition sehen. Vielleicht kannst du es nochmal kommentieren oder vielleicht auch korrigieren.
was Jürgen jetzt besser machen kann. Okay. Genau, also versuch dich ruhig von Anfang an richtig dicht an die, noch einen Ticken dichter an die Stange zu stellen und nicht immer die Stange zu dir ranzuziehen, sondern wirklich geh zur Stange, stell dich einfach an die Stange ran, genau. Hintern ein bisschen höher. Ja. So, und Kopf vielleicht auch noch Position weiter. Ja, oder? Kopf würde ich jetzt aber nicht überstrecken, genau. Okay. Also das heißt wirklich Kopf schön unten lassen. Jetzt natürlich nicht übertreiben mit dem nach unten strecken, sondern einfach neutral zur Bewegung. Du hattest gerade noch, wie nennt man das, dieses, das mache ich auch immer, dass du quasi, wenn du unten, warte, darf ich mal einmal, dass du dich hier bewusst festmachst. Genau. In der Position. Genau. Das heißt, das machst du bisher gar nicht. Ich glaube, da kannst du mal viel rausholen. Genau, also ich würde mich halt eben genau in der Position, sobald du den Rücken gerade gemacht hast, also dich in diese Position gebracht hast, da dann nochmal festziehen. Also geh ruhig nochmal eben in die Position, genau, in der du eben warst. Quasi genau, auf die Unterarme gegen die Oberschenkel oder Knie nochmal drücken. Genau, Hintern ein bisschen höher und jetzt stellst du dir vor, dass du wirklich eher die Arme an den Körper ranbringen willst. Das heißt wirklich Latt nach unten, Schulter nach unten. Die Knie ruhig ein bisschen nach außen drücken, oder? Die Knie kannst du tatsächlich vom Gefühl her gegen die Arme. Guck mal, das ist genau das, was ich dir letztes Mal erklärt habe. Also das heißt wirklich hier. Du machst hier draußen so die Spannung auf. Genau. Das nach außen, dass du hier komplett im Rumpf fest bist, sonst kriegst du ja gar nicht fest. Alles klar. Also Arsch hoch. Genau. Das kannst du mit dem heranziehen. Schaffst du das nicht gar nicht. Ja. Genau, Hintern ein bisschen höher. Noch. Genau. Und von dieser Position, fest genau. Mal. Jetzt richtig schön. Bauch erstmal Schultern unten hinten zusammenziehen, beziehungsweise runter. Ja, genau. Latt runter. Ja. Bei jeder Wiederholung festmachen. Genau. Viel besser. Genau, versuch aber auch nicht jedes Mal das Rollen zwischendurch. Ja, also auch wirklich von diesem toten Punkt schön Spannung aufbauen, damit du diese Spannung wirklich richtig verfestigst. Ja, also man kann das mit dem Rollen auf jeden Fall machen. Ich würde aber definitiv eben für die Spannung, geh da ruhig ran. Mit mehr Ruhe. Wiederholung für Wiederholung, weil ich auch die Zeit. Genau, und auch ohne Rollen wirklich von dem toten Punkt schauen. Okay, mach's nochmal dann. Ja, schau, dass du wirklich richtig fest, bombenfest unten rauskommst. Ja, du rollst schon wieder. Jetzt ein bisschen höher. Genau. Bist du fest? Fest, ja. Fest machen. Ja, hinter hoch. Ja, genau. Besser. Genau, jetzt noch einen Tipp. Wo merkst du es jetzt am meisten? Mehr? Okay, also. Ich weiß, bei jeder Übung, wenn ich es lernen müsste, ich weiß nicht, ob alles hängen bleibt. Aber ja, aber das war ja klar, das ist ja ganz normal, das ist ein Lernprozess. Und von daher musst du da auch einfach bereit auf jeden Fall sein. Anspannung. Ja. Ich muss, das sagst du mir wirklich schon ewig, ich muss hier so rankommen, wenn ich unten bin. So, Technik vor Gewicht. Ich würde sagen, an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Shirin, für die ganzen Technik-Tutorials, auch mal die ganzen Korrekturen, was so uns Training angeht. An der Stelle auch erstmal, wenn ihr jemanden sucht im Powerlifting-Bereich, der euch coachen kann, dann wendet euch doch gerne an Shirin, einfach über Instagram bestenfalls anschreiben. Wir hatten ja schon so ein bisschen die Idee gesponnen, dass Shirin vielleicht Sören so ein bisschen langfristig auch Richtung Powerlifting nochmal unterstützt, beziehungsweise bei der Trainingsplanung dann nochmal uns ein bisschen an die Hand nimmt und dementsprechend wäre das vielleicht auch so langfristig der Weg zu einem ersten Wettkampf mal, vielleicht nächstes Jahr allerfrühestens, oder? Ja, also ich würde tatsächlich auch nächstes Jahr, hätte ich auch angepeilt, vielleicht den Insanity mitzumachen. Sowas in die Richtung, vielleicht auch das Max-Out-Battle, müsste man dann eben mal schauen, ob man dann Platz bekommt. Ja, cool. Ja, in dem Sinne. Wir sind auf jeden Fall dabei, hat mir auch Spaß gemacht. Ich werde jetzt in meinem normalen Training halt drauf achten. Bisschen Bremsentechnik optimieren, aber wie gesagt, du bist ja stark, du hast die Kraft ja. Und durch die passende Technik wirst du ja nur noch stärker. Also das ist wie gesagt, was wir sagen, erstmal einen Schritt zurück, zwei voran dann wieder. Und langfristig wird dir das immer mehr bringen, mit der richtigen Technik stark zu werden, als falsch zu trainieren und dir irgendwann den Traum vielleicht selbst zu zerstören durch eine blöde Verletzung. Ja, und so, ne? Ja, langfristig. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt und ich danke dir fürs... Machen wir auch mal. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Macht's gut, Leute. Genau, bleibt dran, ciao. Technik first. Okay.